Hallo und willkommen zurück zu die Elder Scrolls. Genau. Tamriel Unlimited. Unlimited Power! Der Drache flieht nicht aus seinem Haupt. Sie haben es auf euch abgesehen. Ach, Bücherregale. Bücher, Bücher. Was war das? Tod dem König! Es geht los. Stirb. Fällt mir ein, ich habe keinen Fähigkeitspunkt gesockelt. Was? Da fehlt wo mir noch sind einer. Hier? Überhaupt kein Überblick gerade. Eine Ex, eine Kuh. Umgehen! Niemand wird Angriff aufhalten. Sieg! Er soll den König nach oben folgen. Aber der hier hat einen Namen. Ja? Ah, stimmt, Verik. Okay, dann killen wir ihn erstmal. Der König ist zu den Treppen cool, der hat Maple Ice Staff of Frost. Ich muss erstmal kurz mal, ich hab hier vergessen, mein Level zu verteilen. Vom letzten Mal. Aber ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich eure Warnungen ignoriere. Das macht doch nichts, mein König. Ich entschuldige mich, falls ich bei der Ausübung meiner Pflichten unverschämt war. Ganz und gar nicht, Aresin. Bitte erhebt euch. In den Diensten von Dolchsturz soll unsere Freundin hier von der Wache und den Rittern nach Kräften unterstützt werden. So, du bist schon oben, ne? Natürlich, wir werden alles tun, um Angov zu finden und seine... Ich bin ja immer zu ihm gelaufen. Ganz Dolchsturz steht hinter unserer Heldin. Ach, die reden schon. Mann, du sollst. Über uns. Wie unfreundlich. Wir sind nicht mal da. Ja, ist oder das irgendwie mal... doch. Was war das? Die todlosen Vampire mit Y. Irgendjemand schrieb mal Vampire mit IE. Okay, König Kasimir. Und los. Wie es scheint, war die Sorge des Hauptmanns um mich berechtigt. Ihr habt mich an diesem Tag vor der Klinge dieses Assassinen sowie vor meiner eigenen Dummheit gerettet. Ich habe getan, was ich konnte. In der Tat. Die Leiche hier am Boden ist der Beweis. Wer war dieser Mann, der kam, um mich zu töten? Was hat er gesagt? Der Meuchelmörder hieß Verik, aber er arbeitete für jemanden namens Angov. Angov? Diesen Namen habe ich meine Spione schon flüstern hören. Der königliche Oberspion meldet, dass dieser Angov die Unruhe im ganzen Königreich auf die Spitze treibt. Doch mehr wissen wir nicht. Sie wollten Chaos stiften, indem sie euch ermorden. Chaos stiften ist der Weg, nicht das Ziel. Es ist nur das Mittel, nicht der Zweck. Hier wird nicht nur Chaos um seiner selbst willen angezettelt. Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen. Gibt es etwas, das ich tun könnte? Oh ja, meine Freundin. Ich erteile euch hiermit die besondere Erlaubnis, in meinem Namen Nachforschungen über diesen Schurken Angov anzustellen. Doch ihr müsst dies geheim halten, da wir uns nicht verraten wollen. Ich werde jedoch nie vergessen, was ihr heute für mich tut. Abgeschlossen. Dolchsturz. Dürfte gleich eine Errungenschaft folgen. Doch nicht. Gut. Und schon wieder darf ich nach einem Fertigkeitspunkt suchen. Jetzt hätte ich fast zwei übrig gehabt. Ich habe gerade sechs übrig. Ich weiß einfach nicht, wo ich die reinstecken soll. Ja, im Moment ist das ein bisschen schwierig, weil wir noch leveln müssen. Aber, eine Ulti. Ich werde eine Ulti nehmen. Da, One Hand and Shield. Defensive Posture. Das hat gar keine Ulti hier. Zerstöre. Ne, Heilungsstab. Hm.
Ich kann einen viersekündigen Massenheilungszauber machen. Okay. Oder ich, na, ich rufe die Sonne. Es gibt so eine ultimative Fähigkeit, die stehen immer ganz oben und die mit denen kannst du dann so eine Spezialattacke machen. Ah, ja, yeah, Dragon Leap. Genau, die laden sich dann entsprechend auf über die Fähigkeit. Wenn du Gegner umbringst, laden die sich auf dadurch. Das heißt, wenn du Gegner... weil ich habe ja gerade gelesen, wenn ich das eine Fähigkeit ausbaue, dann kann ich da... Ja, du sammelst ultimative Kraft in dem Fall. Also das gibt passive Fähigkeiten, die das unterstützen. Ja, you gain minor heroism, granting you one ultimate every... Ja, kleine Sekunden. Ich habe im Haupt-Let's Play so viele Gegner schon umgebracht, dass ich sehr viel ultimative Kraft auf Halde habe. Das heißt, selbst wenn ich die einsetze, ist sie noch nicht weg. Ach du Scheiße, okay. Wie lange hält das ewig? Nee, ja, im Endeffekt schon. Zumindest lang genug. Was? Ich weiß noch nicht mal, wo man das sehen kann, wie viel man hat. Cool. Ja. Wo leuchtet es irgendwie? Ja, ich hab ein Aura des Gottes gekriegt. Ah, hier, Undaunted. Alter. Nein! Ich bin der S. Ich schließe es. Ich schließe es. Ah, okay. Das ist Crafting. Wer ist denn viel noch Hermios Mora, wie er denn da durchkommt? Den siehst du aber nicht, oder? Nee, du schreist nur rum und greifst deinen Kopf und so. Ja, geil. Vor meinen Augen ist Hermios Mora erschienen. Ja, okay. Oder Hermann Mora. Nennt man den ja auch. Geronimo! Sprech mit Zagruschko, Rangling. Ja, dann hätten wir Durchsturz fertig. Dann können wir prinzipiell... Was wollte ich machen? Ach, diese Handwerksschriebe, genau. Ja. Die war da hinten in der Nähe von diesem Zagruschko-Korlag. Ja. Das kostet in meinen Augen eigentlich mehr Ressourcen, als man hat. Hey! Ihr habt doch den König gerettet! Wie? Wir haben den König gerettet? Wusste ich gar nicht. Wir gehen mal den Zagushkro-Kolak sprechen, wegen dem Schweinedieb. Ja. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Ah, hier ist er direkt. Und los. Ah, jemand Neues zum Reden. Seid ihr hier, weil ihr etwas Bestimmtes wollt oder nur um Hallo zu sagen? Victon sagt, ihr würdet vielleicht über eine seltsame dornige Ranke wissen. Eine seltsame Ranke? Ungewöhnlich dick und mit Dornen überzogen? In der Stadt? Trollsohn! Ich habe solche Ranken im Norden gesehen. Sie stehen mit dem Blutdornkult in Verbindung. Ein klares Zeichen, dass der Kult das Land verdirbt. Hier steht, ihr erhaltet Kniehosen des Quest abschließen. Hütet euch vor diesen Ranken. Wo immer sie auftauchen, ist der Blutdornkult nicht weit. Ich habe ein paar Fragen zu diesen Ranken. Nun, trödelt nicht so herum. Stellt eure Fragen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ist ja gut. Erzählt mir mehr über den Blutdornkult. Sie sind Todesmagier, die von dem verfluchten Reikman Angoff, dem Grabessänger, angeführt werden.
Ich habe gehört, Sie haben im Norden von Glen Umbra für Ärger gesorgt. Sie müssen dreister geworden sein, wenn Sie jetzt auch in Dolchsturz Ihr Unwesen treiben. Wer ist Angoff, der Krabbesänger? Angoff ist ein Reikmann, einer von diesen magisch verfluchten Wilden von der Grenze zu Bankorei. Aber er ist noch mehr als das. Er ist ein Nekromant. Sie nennen ihn Grabessänger, weil er einen Pakt mit dem dädrischen Fürsten Molag Bal geschlossen hat. Erzählt mir mehr über diesen Ranken. Angoff und der Blutdornkult verwenden sie für ihre üblen Zwecke. Wenn ihr die Ranken irgendwo seht, heißt das üblicherweise, dass der Kult in diesem Gebiet aktiv ist. Die Ranken breiten ein böses Gift durch den Boden aus. Es ist eine widerliche Substanz, die alles tötet, was sie berührt. Gut zu wissen, jetzt sind wir etwas schlauer. Und wir haben Kniehosen des Schweinehirten gefunden. Oh ja. Was würden wir bloß ohne diese Hosen machen? Ja, sind leichte Hosen zum Glück, also schlecht. Das heißt, wir sind nicht weit entfernt von irgendwas, dann könnte ich mal da hinten hin und wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Und dann können wir hier mal eben was machen. Was war das hier noch? Ich habe nicht genug Holz, aber hier ist ein Buch. Ich habe voll den fetten Heilungsstab gerade in der Truhe liegen. Das ist ein Stufe 50 Stab, der ist lila. Das Ding ist voll cool. Was ich aber wollte, ist hier verwerten. Niramos Stab braucht wohl niemand mehr. Na, den Bogen behalte ich noch. Also ich denke mal, dass ich vielleicht sogar auf Fernkampf gehe. Und mit Bogen dann aktiv arbeite. Ja, im Moment bin ich mit dem Färbesystem gerade zufrieden. Okay, wir gehen, wohin? Handwerksschriebe. Ja, die war doch hier irgendwo. Seid gegrüßt. Ja, die war hier hinten. Das hier. Und los. Seid ihr hier, um ein Handwerkszertifikat zu bekommen? Keine Sorge, das kostet nichts. Eure Allianz begleicht die Gebühren. Sobald ihr zertifiziert seid, lassen sie euch Handwerksschriebe erfüllen. So profitieren alle. Was sind Handwerksschriebe? Sie sind tägliche Anfragen nach Handwerkswaren, doch sie stehen nur zertifizierten Handwerkern offen. Wenn ihr mir zeigen könnt, dass ihr euer Handwerk versteht, werde ich euch zertifizieren. In Ordnung. Sag mir, wie das funktioniert. Ich kann Schmiede, Schneider und Schreiner ausbilden und zertifizieren. Wenn das nach etwas klingt, was ihr gerne möchtet, dann sollten wir anfangen. Sind bereit, oder? Ja, direkt, ja. Das andere ist eigentlich nebensächlich. Hervorragend. Wir können anfangen, sobald ihr bereit seid. Lasst mich wissen, ob ihr etwas Zeit habt. Ich kann euch auch in etwas anderem ausbilden und zertifizieren. So, Mach Schmied. Ich Schreiner. Ein guter Schreiner sieht schon das Endergebnis noch, ehe er das erste Stück Holz zurechtschneidet. Aber ich kann euch nicht zwei Handwerke gleichzeitig lehren. Wenn ihr euch ganz und gar eine Ausbildung verschreibt, dann zertifiziere ich euch. Ich möchte mich als Schreiner zertifizieren lassen. Ich möchte wissen, ob ihr einen Ahornbogen herstellen könnt. Erst erntet ihr etwas unbearbeitetes Ahornholz. Dann veredelt ihr es an einer Schreinerbank zu geschliffenem Ahornholz. Zum Schluss nehmt ihr das geschliffene Ahornholz und macht daraus einen Ahornbogen. Ihr werdet mich zertifizieren, wenn ich einen Ahornbogen herstelle. Auf jeden Fall. Die Herstellung von Bögen ist knifflig. Zeigt mir, dass ihr dieser Herausforderung gewachsen seid und ich zertifiziere euch mit Freuden. Doch erst müsst ihr mir ein Bündel unbearbeitetes Ahornholz besorgen. Ich muss jetzt erstmal raus und Eisen besorgen. Finde ich das? Es gibt einen Ort in der Nähe, wo ihr finden werdet, was ihr braucht. Sammelt einen Arm voll und kehrt hierher zurück. Falls es nicht genug gibt, werdet ihr nach mehr suchen müssen. Ich treffe euch drüben an der Schreinerbank. Das Problem ist, dass solche Zertifikate, die fressen einfach nur Ressourcen auf, in meinen Augen. Gerade so, ich hatte mal ein Flachsproblem größtenteils gehabt. Okay. Und
Scheiße, falsche Quest. Ne, und daher ist das ein bisschen ätzend gewesen, finde ich. Deswegen mache ich diese Dinge eigentlich auch gar nicht. Ich mache es jetzt einfach nur, dass ihr seht, was dann passiert. Man kriegt dann nach Belohnung, aber ich habe das dann zweimal gemacht. Und die Belohnung waren, naja, da kriege ich das aus den Questen besser. Also das, was man selbst herstellt, ist im Endeffekt besser als das, was man bekommt. Ah. So, sucht den Bewaldungen wieder zurücksprengen. Okay. Nö, daher machen wir jetzt erstmal eine Folgepause. Genau, bis zum nächsten Mal.